So Leute, bevor wir hier reingehen und ein bisschen rasten tun, um weiterzumachen, müssen wir kontrollieren, was unsere Flotte denn gemacht hat. Verloren, Sieg, Sieg. Rank zu Bossis Drillinge. Und was gab's uns? Oh, ein Zwillingshai, eine Zitrone und ein Blumenabzeichen. Yay. Mal 1,1 Erfahrungspunkte für uns. Oh, ein Zwillingshai. Dieser uralte Fisch wird angeblich immer in Paaren geboren. Je ein Männlein und Weiblein. Schmeckt besonders lecker, wenn man ihn mit Mehl und Butter in die Pfanne brät. Ringe zu. Ja, wir entzetten den gleich mal. Gut, Gebietsinfo. Zwillings noch. Müllen! Wo war denn das andere Zeug hier? War egal. Okay, dann haben wir das einmal gemacht. Gut. Dann schauen wir mal. Umstehen sind wir für euch bereit. Wollt ihr euch jetzt ausruhen? Ja, bitte. Was das kostet sogar? Was für eine Schweinerei. いずれにせよ、清涼が あなたたちを誘い出そうとするはずよね。今のところどちらの動きもない。もしかして、アイフリードが異大陸から持ち帰ったという異物が狙いなんじゃないの?異大陸の異物?あの妙な道具の噂が出回っているのか?可能性はあるな。あいつは、ある異物を妙に気に入って大切にしていた。 海賊団の機密だ。今はこれ以上言えん。だが、もし目的がそれなら、利休に囚われている可能性は少ないだろうな。あそこには拷問の設備がないだろう。その通りね。一部でも機密を明かしてくれたこと、感謝するわ。その線も含めて、引き続き情報収集を頼む。 もっと。 違うの。 そんなつもりじゃなかった。 だけど、 お腹が空いて。 お腹が空いて。 病で消えゆく弟の命で、 姉が長らえるなら、 その行為には断りがある。 我慢しなくていいんだ、ベルベット。ライフセットを食べなさい。いや、いやだ。聞くもんか、お前の言うことなんか。あんた、どうしてベルベットが 気安く近寄るな。私がゴーマって分かってるでしょ。ごめんなさい。寝ても覚めても悪夢の続き。物は石をぶつけると壊れるが、気持ちをぶつけると生き物になる。 扱うにも捨てるにも、物の方が楽じゃぞ。何が言いたい？休憩はおしまいということじゃよ。お出かけの時間じゃ。間に合ってよかった。 あんたも来る気？お主らと一緒におれば鼻炎風を使う女タイマシが現れるぞよ。
紛る占いに出たのでな。当たるのかそれ。わしは昔王城に入ったことがある。一緒だと便利かもじゃぞ。邪魔したら捨てていくわよ。敵の本拠地だ。警備は固いぞ。けど闇はあるはず。赤いスカーフをつけた兵士を探すわよ。Und wieder mal auf der Suche. Hello, Buddy. Wo ist denn dein Kollege? Sag mir jetzt aber nichts. Ich habe jetzt 20 Minuten offscreen. Tabata hat uns von euch erzählt. Sagt mir, was ihr braucht. Nein. Was hab ich hier? Bernsteinklinge, das war schon okay. Okay, so, aber ansonsten sieht danach raus, es ist der gleiche Einkaufswagen-Dingsbums, als hier in der Stadt ist, okay. Boah, wenigstens das, ey, boah, ansonsten hätte ich mich jetzt gerade ein bisschen göttlich genervt, gut. Also, Moment, wo müssen wir denn jetzt hin? Dadurch, okay. Was wir hier entlang? Was zum... Da haben ja alle einfach rote Dingsbums. Ich habe den Neuigkeit gehört, bleibt wachsam. Was? Ah, vermummter Soldat. Ich habe gelesen, verdammter Soldat. Gelaufene Silbermünze. Ich habe die mal jetzt nicht verkauft, weil es könnte ja sein, dass... Hallo, Püppchen. Nein, ich bin selbst ein Püppchen. Ich brauche das nicht. Kalzitfragment. Oh, das ist gut. Ich habe nicht allzu viele von denen. Und ich wollte meine Kalzitwaffe damit... Die haben alle rote Armbänder an. Das bringt mir jetzt gerade nicht allzu viel weiter. Schaut euch das an! Rot, rot, rot. Sind alle rot. Der da oben auch. Ah, oh. Okay, da muss ich mit dem reden. Hallo. Tatsächlich. Kono chikado wa hōjō ni tsunagatte iru. Rikyū no naka ni deraleru hazu da. Darum musste eine Wache die längste Zeit auf diesem Tunnel hier stehen bleiben, damit ja niemand in die Villa kommt. Und das ist mal wieder typisch. In einem JRPG geht es immer in die Abwasserkanäle. Immer! Baron Katakomben, Abwassersystem der Stadt. Und beginnen wir mit einem weiteren Abenteuer mit einem Gespräch. その情報を生かすための仲間が城の中にまでいるんだから大したもんだ王国全土に支部を置き犬や猫さえも情報集めに使うノウハウを持っているという話だわしも聞いたことがある連中は仲間の死体すら無駄にはせんとな仲間の死体その昔城に忍び込んだ警視庁の男が警備兵に追われこの地下道に逃げ込んだそうじゃ男は水に潜って追っ手をやり過ごそうとしたがバークバクバクほどなくしてワニに食われた男の腕だけがお堀に流れ着いたそれを見て警視庁の連中は2つの情報を得たという2つ1つは人が通れる地下道の存在もう一つはワニ料理がこの町でも作れることワニの肉は人の血で揉むと柔らかくジューシーになり麻婆カレーには最高に合うそうじゃってあ僕が食べたのはへえそんなに美味しいなら試してみようかしら嘘しか言わない魔女の血で俺も食ってみたいな戦力ダウンにはならん棒の緊張を解くためのかわいいジョークじゃって嘘なんだよねワニというのは真っ赤な嘘じゃがの棒が食うた麻婆カレーには人食いナマズの
行くわよ。うん。こら、この魔女殺し！Wo ist sie denn jetzt reingefallen? Ich schätze mal irgendwo hier auf der Seite. Oh, Speicherpunkt. Ich hab dich gar nicht gesehen. Warum hast du nicht gesagt, dass du hier bist? Okay, so, wir haben da vorne einen Schalter. Aber hier unten können wir nicht entlang. Da ist Wasser. Und wir können nicht schwimmen. Was zum... Hey, den Zeichen der Nacht zu schließen, müsst ihr eine enge Passage durchqueren, um zur Villa zu gelangen. Bei eurer Figur bleibt ihr vielleicht noch stecken. Danke für die Warnung. Oh. Welche Passage soll es denn sein? Was macht das jetzt überhaupt? Klar, das Wasser sinkt. Oh, ich habe schon was glitzern sehen. Du kannst Schalter betätigen, um Wasserwege trocken zu legen und so neue Wege freizuschalten. Wenn Wasser deinen Weg blockiert, suche nach einem Schalter in der Nähe. Nein, anscheinend gibt's die Alligatoren hier noch nicht im Wasser. Angelaufene Silberbenzer. Ich habe schon gedacht, ich bin nur für das hier runtergekommen. Aber nein, hier gibt es nicht noch eine Kiste. Nein, auch nicht. Aber dafür gibt es diese schönen Kugeln. Und? Angelaufene Silbermünzer. Also, ja, hat sich nicht ganz so gelohnt, wie ich jetzt gedacht habe. Aber es ist okay. Sie haben wenigstens irgendwas daraus gemacht. Also, es ist okay. Gut, so. Hier gibt es wirklich keine Mond. Ah, in der vorne sind die Monster. Und ich habe schon ein... Haben die auch mal neue Gegner gemacht? Oh, schon wieder ein Gegner, der von... Das ist Terran, kommt, ist ein zerbrochenes Artefakt. Und der Pudding ist auch zurückgekehrt. Hey, den Pudding habe ich gesehen. Oh nein, nein, nicht schon wieder so ein... Der kommt jetzt gerade durch den Kopf vor. Aber egal. So, wir gehen mal hier entlang oder gehen wir hier nach vorne. Dann haben wir alles gesehen. Und das ist meine Pflicht zu tun. Einem Let's Play alles zu sehen. Zerbrochenes Artefakt. Was könnten wir die zerbrochenen Artefakte eigentlich brauchen? Das ist auch eine gute Frage. Okay, wir haben hier noch einen Stein. Und das sind... Achso, das sind Koboldsköpfe. Oh mein Gott. Zerbrochenes Artefakt. Ich tu mal was Gutes und lauf hier einfach mal durch. So. Bums. Oh, jetzt runter. Was zum Dämonen im Wasserlauf? ゴーマから市民を守るための城塞としてじゃというに、王家の足元にゴーマがおるとは、清涼の怠慢じゃ。確かに、清涼にしては脇の甘い警備だよな。巨大な防壁で町を囲って、その内側を守るってのが王国と清涼の対ゴーマ政策だもんな。壁の内側で発生したゴーマにとって、外に逃げるのは容易じゃないとも言える。 大きいは広いし、建物も大きいから隠れる場所もたくさんある。取水口を通り抜けるのはゴーマにとって難しいことじゃないよね。そのくらいのことは清涼も分かっておろう。むしろ誘い込んで一網打尽にすれば良かろう。ゴーマの存在に気づきながら放置してる。でもそんな理由なんて。サパランノ。 Vielleicht sind es Dämonen, die aus ihren Soldaten gemacht worden sind. Das würde Sinn ergeben. So, da wir gerade ein schönes Stück an Informationen bekommen haben, habe ich das Gefühl, das war der richtige Weg. Deswegen mache ich mich mal auf den falschen Weg. Und zwar gehen wir einmal hier nach unten. Okay, da ist die Rüstung. Hallo, Kraftprotz. Ah ja, lass mich bitte passieren. Danke. Okay, was haben wir denn hier? Boah, das sieht mir dementsprechend so... Oh mein Gott, so viele Puddinge. Pudding-Alarm! Oh, oder wie ich immer gesagt habe, Baba-Papa ist zurückgekehrt. Gut, also hier kommen wir nicht mehr weiter, aber hier gibt es eine schöne... Ein schönes Eisenkraut. Oh mein Gott, schaut euch die Pudding an. Sie sind böse, sie wollen mich essen. Ich muss einen Dämon finden. Velvet hat Hunger. Ansonsten isst sie noch den Malakim auf. Das ist schlecht. Gut, dann, ich hätte gedacht, hier wäre eine Kiste hier unten, aber anscheinend sieht das nicht. Sieht nicht so aus. Na, du Kobold, du bleibst in deinem Ort und teleportierst dich nicht in meine Füße rein. Danke. Ey, dann gehen wir mal. Oh mein Gott, die Rüstung. Sie sind bereit zu kämpfen und zu sterben für ihre Sache. Okay. Dann sind wir schon mal wieder da, wo wir vorhin gewesen sind.
Was? Ach so, schon gedacht, was ist denn das für ein grüner Fleck? Das war der Typ, mit dem wir geredet haben. So, ich laufe jetzt ein bisschen am Rande entlang, weil ich Angst vor diesem Pudding habe. Aber Fallen haben sie immer noch nicht eingebaut. Das könnte ja auch der Fall sein, dass sie irgendwelche Kugeln wohin setzen, wo sich dann Pudding auf den Kopf wirft. Oh, Flatsch, und du bist tot. Auf jeden Fall bei Dark Souls wärst du tot. Oh. Was haben wir hier? Apfelchili. Ja, ich habe noch 4 Apfelchilis gekauft, weil ich beim letzten Kampf 4 ja, Apfelchili gebraucht habe. Grobes Erdungspulver. Und ja, ich hätte gedacht, oh, das wäre jetzt, glaube ich, gar nicht mal so übel, wenn ich das machen würde. Und deswegen, voilà, 4 Apfelchilis mehr in unserem Inventar. Ich habe das Gefühl, bei dieser Reihe des Tales of... in der Tales of Reihe gibt es ein bisschen weniger Apfelchilis als normal. Normalerweise... Normalerweise haben die das Apfelchili immer vor die Nase geworfen. Und nun ist das nicht mehr der Fall. Gut, hier könnten wir auch... Moment, hier geht's wieder hoch. Und... Wo geht's denn hier jetzt wieder hoch? Labyrinth! Oh, wir sind auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist der richtige Weg, oder? Trank des Lebens. Also, wir müssen sehr wahrscheinlich hier rein. Weil es hat ja geheißen, der Pfad, der uns in die Villa bringt, der ist eng. Da können wir stecken bleiben. Und das war genau der Ort, wo ich mir jetzt gedacht habe, das könnte auch der Fall sein, dass das der richtige Weg ist. Hallo, Kobolskopf. Silberkugel. Oder Silberklumpen. Keine Kugel. Schau mal. Oh. Ich schätze mal nur zur Hälfte. Nein. Zum Glück nicht. Okay, dann haben wir das auch mal platt gemacht. Schauen wir mal, was da unten ist. Und dann könnten wir eigentlich jetzt von der anderen Seite... Ah. Ein Moment. Da ist ein... Ach so, das Loch ist... Ah, schon gedacht, da kommt was vor... Aus dem Loch rausgesprungen. Aber das waren ja diese Steine, die auf dem Weg gelegen sind. Deswegen kommt nichts runter. Okay. Jetzt könnten wir noch da rundherum und die Katzenkiste noch holen, oder? Oder? Genau, das können wir. Oh, ich hoffe mal... Ich schätze mal, ich habe... どっちに進めばいいと思う?僕は。とにかく上に登る場所があるはず。 Oh, der Kleine hat nun Angst. Wer ist Hohepriester Gideon? Ich will jetzt aber mal zuerst hier entlang gehen und schauen. Was zum... Achso. Komm du nur runter. 65. Ja, kein Problem. Hab ich genügend. Du hast deine Katze gefunden. Die mir wieder mal nichts gibt. Wir brauchen ein Artefakt und ein paar Kugeln. Sehr schön. Gut, denn... Nehmen wir uns den Dialog vor. Velvetta, ukanukao ja no. Koakuto to wa ie ningen o korasu no wa ki ga omoi kai? Betsu ni. Anta mitai ni hera-hera shiteru yatsu ga dou ka shiteru no yo. Washi wa uragiri mono o sagashi ni iku no de atte, hito goroshi ni iku wake dewa nai kara no. Korosanai to ikenai no kana? Nekuta o yame saseru dake ja dame na no kana? 話が通じるやつならいいんだがな。酒場の噂話じゃ、あの大司祭は相当なくせ者だぞ。今でこそ聖司教も聖領も民衆から支持されてるが、3年前まで閑古鳥が鳴いてたそうだ。そんな苦しい時代にもずっと聖司教会に尽くしてきたのが、あの大司祭ギデオンだったとか。だが、 降臨の日を境に精霊が見えるようになり、精霊術がゴーマ退治に有効だと知って手のひらを返した。目に見えるものしか信じられぬ愚か者の群れじゃからの人間というのは。民衆の支持を得た聖司教会の連中は浮き足立って、
醜い権力争いが起こったらしい。名ばかりの司教や権力目当てに入信した新参者、大司祭の座を狙った連中はみんな消えた。教会を辞めたの？いや、みんな死んじまったそうだ。病気だの事故だの死に方はいろいろらしいがな。その結果、ギデオンが大司祭になった。あ、そうまでして大司祭になったというに、今や民は同志アルトリウス様の大合唱。心穏やかではなかろうの。ま、俺たちにもいろいろ仕掛けてくるかもしれん。用心した方がいいだろうな。どんなやつだろうと関係ない。やるべきことやるだけよ。 Genau! Wir tun nur unsere Arbeit und Arbeit ist wichtig und niemand darf uns dabei aufhalten. Von der Arbeit. Denn die Arbeit, die dreht die Wirtschaft an und die Wirtschaft ist wichtig. Okay, Moment, wir müssen einen Weg nach oben finden. Ich habe jetzt wieder mal das Gefühl, ich bin hier wieder richtig. Aber ich will nicht den richtigen Weg laufen. Ich will alle 10 von dieser Ruine hier. Und das ist ein Problem. Aber da gibt es einen Weg nach oben, aber... Och, Menno. Kim, wir halt mal da entlang. Obwohl, wir sollten jetzt eigentlich zu oberst sein, oder? Ach so, das war die Katzenkiste. Gut, dann schauen wir mal. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass das der richtige Weg war. Sag mal her. Ich bin verwirrt. Oh, da gab es einen Schalter. Hier gibt's noch was zu holen. Oh, Eichenkraut oder sonst Safran oder Krümel. Kekskrümel oder Lavendel. Oh, Kekse. Oh, ich habe jetzt Lust auf Kekse. Okay, der Schalter muss betätigt werden. Und ich schätze mal, ich könnte wieder mal ein bisschen unterlevelt sein, weil ich diese Gegner hier nicht besiegen tue. Aber egal. Ja, da kommt der Schweinepudding wieder runter. Moment mal, der geht schon wieder runter. Das ist ein riesen Labyrinth. Tot Tomate, sein. Please, don't wait. Hier gibt es keinen Durchgang mehr. Das ist gut. Oh, keine Durchgänge mehr. Keine Durchgänge. Ach so, dann wäre das eigentlich nur dafür da, dass... Das wäre ja, hallo. Würdest du gerne zurücktreten? Danke, Bronzeklumpe. Nehmen wir mit. Dann ist das hier nur... Oh mein Gott. Da drüben... Hä? Da drüben war... Oh, nö. Ja, komm. Komm her, Papa. Komm, ja, komm zu lieben Daddy. Du Schweine. Nennt mich Neo. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Da geht's wieder. Was für eine Schweinerei. Okay, zerbrochene Artefakt. Dass sie da keine Gegner rangesetzt haben. Ah, da gibt's noch einen Schalter. Das könnte sehr wahrscheinlich so das Wasser hier sein. Aber dann bin ich hier richtig. Interessant. Verdammt, schon wieder so ein... Jetzt bin ich ein bisschen nervös langsam, weil es so viele Wege gibt. Hallo Leute! Oh mein Gott, seid ihr blind. Okay, Moment. Nein. Ich will jetzt zuerst mal hier nach oben. Das könnte auch noch ein Weg zu einer Küste sein. Oder nach unten? Schon wieder nach unten? Ich bin doch erst gerade nach oben gekommen. Jetzt muss ich nicht nach unten. Aber da gibt es noch eine kleine Passage. Genau diese Passage habe ich gemeint. Diese Passage. Und hier könnte was... Kanzid-Fragment. Oh, sehr gut. Flum. Und da teleportiert er sich genau vor meine Nase. Doch da ich Neo bin, hat er keine Chance. Doch würde ich sagen, wir gehen jetzt da unten einmal in das kleine Löchlein rein und schauen uns das mal... schauen uns das mal an. Oh mein Gott, ich habe es nur gehört, irgendwie so schleimig zu klingen und dann blups, war er vor meiner Nase. Okay, dann schauen wir mal. Oder ist das einfach die Abkürzung? Waren wir hier schon mal? Ich weiß jetzt nicht, ob wir ein Talismünze, ob wir jetzt an der gleichen Stelle sind wie vorhin. Haben wir noch eine Silbermünze? Ich glaube, die ist wirklich nur zum Verkauf da, ich weiß nicht genau. Darum habe ich sie mal nicht verkauft. Nee. Denn Geld habe ich eigentlich genügend jetzt gerade. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Geld gemacht. Ja, der braucht das Artefakt.
Habe ich schon gar nichts? Also wir gehen schon mal wieder langsam nach oben. Aber ist das wirklich richtig? Du blöder Sack, du. Lass mich vorbeiziehen. Okay, nein, hier waren wir noch nicht. Ansonsten würde diese Kiste nicht hier sein. 880 Gold, wow. Also an Geldmangel war es bei Tales of Dysteria übler als hier bei Berseria. Ist nett. Oh, wir können teleportieren. Das ist gut. Robbers Erdungsmittel. Die Frage ist jetzt nur, wohin führt uns das? Lohnt es sich mal zurückzukehren? Wo war ich denn noch nicht drin? U1 Villenseite. Da sind wir jetzt. Da, U1 Villenseite, haben wir auch gesehen. Wo war denn der andere Durchgang denn jetzt? Logris. Ich würde hier an Logris Willen des Reiches. Ich würde da an den Anfang kommen, aber vom Anfang her gab es ja, glaube ich, noch nicht. Ach, wisst ihr was? Ich gehe jetzt einmal weiter. So, Feierabend machen wir. Ja, den nehme ich mit. Das nehme ich auch noch gerne mit. So, und ich speichere mal schnell. Das geht, glaube ich, gar nicht mehr so lange. So, und zwar werde ich jetzt wieder zu Unters anfangen. So, ist auch schön. Speichern. Ja, bitte, bitte, bitte. Und dann geht's ab in die Krise. Denn ich glaube, wir sind jetzt in der Villa angelangt. Dann müssen wir mal schauen, wie der Hohepriester so auf uns reagiert, wenn wir vor seiner Stauze stehen und sagen, oh, du wirst nun sterben. さすがは王城の書庫じゃ、チンポンが揃っておるの。 古代語の本。読めるのか？うん。でも僕暗殺には必要ないものね。 欲しいなら持っていけばいい。言いこぶっても仕方ないわよ。ゴーマに協力してるんだから。お前な、もっと素直に優しくできないのか？人を殺しに来てるのに無茶言わないで。そんなボロでいいのか？もっと高そうな本もあるぞ。 Jetzt hat er wieder Freude an Velvet. Logris Villa. Kommandozentrale der Abtei und wir könnten einfach so reinplatzen. Gut, also, was haben wir? Wir sind von dir gekommen, oder? Oh. Hier gibt es noch weitere Bücher, angelaufene Silbermünze. Nein. Hier haben wir eine abgesplitterte Kopfformmünze. Ansonsten. Moment, da war was. Ich habe was gesehen. Prüfen? Exorzistenränge. Aus den Aufzeichnungen der Abtei. Jetzt aber befinden sich etwa 3000 Ordonnanzen und 100 Prätoren im aktiven Dienst. Die folgenden drei Personen haben den Rang Legat erreicht. Legate 3, Artorius Colbrante. Legate 2, Melchior Maven. Maven. Und Legate 5, Shigure Rangetsu. Ja, ihr seht richtig, Rangetsu. So ein interessanter Name, oder nicht? Aber ich erzähle nichts weiter. Exorzisten und Agenten. Exorzisten sind Menschen, deren ruhende Resonanzen durch den Segen der Imperials Illuminati erweckt wurden. Der Imperial verlieh dem resonanten Malakim. Diese werden an ihn gebunden und gewähren so unglaubliche Kraft. Es gibt Hinweise darauf, dass sie im Laufe der Geschichte nur wenig diese außergewöhnlichen Fähigkeiten gezeigt haben. Sie wurden Retter, Magier, Alchemisten und manchmal auch Geistmedien, Betrüger und Beschwörer böser Geister genannt. Man nimmt an, dass einige von ihnen ähnliche Kräfte wie die Exorzisten von heute besitzen. Die Exorzisten haben ja auch nur die Kraft, weil sie die Malakims haben. Aber ja, Bevölkerungsentwicklung im Königreich Midgard. Das Königreich Midgard entstand, als die Zeit der streitenden Reiche von Asgard zu Ende gegangen war. Der Vereinung des Kontinents folgte ein Jahrhundert des Friedens und die Bevölkerung stieg auf 1,2 Millionen an. 10 Jahre nach der Dämmerung hat sich die Bevölkerung des Königreiches aufgrund der Dämmerung und Pest jedoch halbiert. Die Gründung der Abtei bewahrt die Welt davor, im Chaos zu versinken. Die Bevölkerungszahl blieb stabil.
Der Großteil der Bevölkerung lebt heute in Städten. Einige Siedlungen entziehen sich aber weiter königlicher Kontrolle. Was auch gut ist. Was haben wir denn sonst noch? Vielleicht sind wir gekommen. Da können wir, glaube ich, nicht prüfen. Die drei seltenen Krankheiten. Die Ursprünge und Ursachen vieler Krankheiten sind unbekannt, aber für drei gibt es keine bekanntes Heilmittel. Dämonenpest. Eine Krankheit, die Menschen spontan in Dämonen verwandelt. Sie verbreiten sich rasant und nach der Dämmerung. Schwarzkristallkrankheit. Eine Krankheit, die Menschen in eine lebendige Masse aus schwarzem Kristall verwandelt. Was? 12-Jahre-Krankheit. Eine Krankheit, die bei Kindern wiederholt Fieber auslöst und dem Tod mit 12 Jahren endet. Einfach so. Oh, ich habe heute Geburtstag, ich bin zu... tot. Was zum... Ein Buch hinter dem Buch? Studium der Resonanzen. Ein altes Manuskript unbekannter Ursprungs. Um wahrnehmen zu können, benötigt man eine stärkere Resonanz als zur Wahrnehmung von Monstern. Dies ist ein Grund, weshalb es zu ihnen deutlich weniger Aufzeichen denn als zu Dämonen und Monstern gibt. Weiterhin kann Ursprung des Unheils nur durch Resonanz und den Einfluss der empirischen Domänen erkannt werden. Der Rest ist verblichen und nicht mehr lesbar. Schade. That was very interesting. Okay, dann haben wir diesen Raum schon abgeagert. Können wir das Bild ansehen? Nein. Okay, Spedition ist zurückgekehrt. Was haben wir denn Schönes? Was? Alles verloren. Was für eine Schweinerei. Nochmal. Ja, ich will nochmal auf die Segel gehen. Und wie groß ist denn jetzt die Villa nochmal? Sate, Magiru. Lehaido wa dochi? Sate, dochi jaro? Chotto. Washi wa Ojo ni haitta to wa itta ga, kuwashi to wa itte oran. Atashi wa itta wa yo. 邪魔をしたら捨ててくって。でも、まずゴミ箱を探さんとな。当てにした私がバカだった。さあさあ、肩の力を抜け。さすれば道はおのずと見えてくるものじゃ。 Yeah, wir laufen einfach alles ab. Oh. Ein Soldat, der die Klinge schon gezogen hat. Ja, der hat sehr viel Vertrauen in das hier alles. So, du kommst jetzt mal schön hier mit. Was für ein Idiot. Was zum... Die Tür scheint von der anderen Seite verschlossen zu sein. Oh, königliche Schwertkämpfe. Was zum... Was sind das viele? Bums. Oh. Aber wir sind stark und Bums. Wir kriegen die waren nie mehr am Boden. Das war klasse. Okay, der ist auch gegenüber. Dann sollte noch einer übrig sein. Haben die uns jemals angegriffen? Ich glaube nicht. Was zum... Oh mein Gott, es sind noch zwei Soldaten. Nicht noch, ne? Und boom, da verzerrende Hand. So, der ist auch nicht. Was? Was gegessen hat ein neues Kochlevel erreicht. Okay, ist auch schön. Ah, endlich! Der blöde Kalzitstiefel ist vollbracht. Er ist vollbracht. Wir können ihn endlich ausziehen. Der Wasserring ist auch gut. Der Feuerring, leeren Ring, nicht Elementarschaden reduziert, Arteverteidigung plus 5. Dann haben wir noch Windschaden reduziert um 4%, das ist auch nicht schlecht. Verteidigung plus 5, jawohl. So, du hast, glaube ich, auch noch was, ja genau, so, du bekommst jetzt den Kalzitring und bist glücklich. Du hast, glaube ich, auch noch was gemeistert. Kampfstiefel? Ach, nö. Ja, dann musst du halt noch ein bisschen warten, ne? Okay, dann haben wir das. Können wir jetzt überhaupt schon mal Marburg-Curry machen? Ich weiß nicht genau. Hier ist sich auch verschlossen. Gruppe Zeitungsprüfung. Okay. Anscheinend können wir auf der anderen Seite nicht durchgehen, also müssen wir hier entlang. Was zum... Gehen hier dadurch. Achso, der verfolgt uns nicht mehr. Ja, das ist auch toll. Angelaufene Silbermünze. Warum haben die nur angelaufene Silbermünzen rumliegen? Ich meine ja nur, wir sind alle Villa. Da sollte was Spezielles rumliegen. Abgesperrte Kupfermünze, noch schlimmer. Was haben wir denn sonst noch? Können wir was überprüfen? Ja, Bücherregal. Nein, auch nicht. Nö. Können wir hier was klauen? Nein, auch nicht. Nein. War das alles in diesem Raum nur Pipifax? Nein, ja nur. Ist ein großer Raum. Hallo? Nein, du lässt mich vorbei. Danke. 緊張してるのか? Live-Setto.
少しならば、わしがまじないを教えてやろう。フィッチウィッチフィッチってやってたあれのこと？あれは運勢や未来を見る占いじゃ。まじないというのは自分にかける幸運の魔法のようなものじゃよ。この呪文を唱えるんじゃ。マギンプイ、ほーれー、効き目抜群じゃ。どういうこと？何の魔法なの？どうでもいいことがどうでもよくなる魔法じゃよ。どうでもいいなら最初からどうでもいいだろ。人は気づかぬうちにどうでもよいことにとらわれる生き物なんじゃって。とにかくわしの後について唱えるのじゃ。よいな。うん。マギンプイ、マギンプイ。声が小さい。もう一度、マギンプイ、マギンプイ。もっと心を込めて、マギンプイプイ、マギンプイプイ。もっと、マギンプイプイ。もっと上げて、マギンプイプイプイ。しー、静かに。わしらは侵入者じゃぞ。これがお約束なんじゃ。うるせえ。なんじゃなんじゃ、和ませようとしたわしの心がわかるのか。今は和む必要なんてない。まったく、ゴーマと精霊には余裕がなくて困る。マギンプイ、ん？どうでもよくなった？くっ、棒に慰められるとは。もうどうでもいいわい。Ich bin Magilo klasse. Oh mein Gott. Oh, manchmal, ich könnte laut lachen, wenn das Zeug hier irgendwie passiert, aber ich will nicht, nein. Ansonsten muss ich das rausschneiden, aber ich find's aber klasse. Oh mein Gott, Magie, pui, pui. Das ist bescheuert. Hab ich schon eine Kupfermütze. Okay, ich muss mich sammeln, So, Rosmarino, du gehörst mir. Hab gespielt eine Kupfermütze. Okay, so. Magie, pui pui. Das muss ich mal bei der Arbeit machen, wenn ich irgendwie Sorgen habe. Keiner weiß, keine Lust mehr. Magie, pui pui. Ich gehe jetzt mal auf diese Seite. Da gibt es noch ein paar Türen, die wir öffnen können. Oh, Bronzeklumpen. Warum können wir nicht die Waffen mitnehmen? Also, Silbermünze. Eine kleine Kuh. Eine kleine Kiste, die auf uns wartet, geplündert zu werden. Ein Windring, yay. Habe ich schon 3, also... Das ist doof. Das ist manchmal echt doof. Ich bekomme immer wieder Sachen, die ich eigentlich schon habe. Oh, egal, ich jetzt auch in Tür nun. Was? Ach so! Ah, Abkürzung! Freigeschaltet! Sehr gut! Okay, dann müssen wir jetzt eigentlich speichern, bevor ich hier weiter reingehe. Das wäre vielleicht was. Ansonsten könnte es mir doch an den Kragen gehen und das wollen wir doch nicht. So, ich habe das Gefühl, ich muss es gleich weiterlaufen. Und zwar nach links um. Boom, genau. Ansonsten hätte der mich gefasst. Dass die Leute nicht weiter mir folgen, hier in diesem Raum, das ist bescheuert. So, wir befinden uns sehr wahrscheinlich am Ziel. Fast am Ziel. So, ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter bei Tales of Berseria. Mal schauen, wie der Hohepriester überhaupt aussieht. Sehr wahrscheinlich haben wir ihn schon gesehen, aber ich habe es nicht mitbekommen. So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.